Weil ich habe ja einige, die das bereits gespielt haben. Deswegen, ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Ah, schön. Ach ja, stimmt. Ich habe meine Belohnung gestern abgeholt. Und vielleicht auf das alte Games an. Ja, möglich. Oder wenn man nicht sieht, dass es ein Emulator ist. Weil manche haben ja dann den Streifen oben, manche nicht. Ich weiß es nicht. Also ich hatte ja, bevor Final Fantasy auf Steam kam, also die ganz alten, habe ich die tatsächlich auch auf dem Dings gespielt. Also zumindest die Gameboy-Version. Deswegen. Masuna, hallo! Nein, das ist nicht Barbies Traumhaus Online. Es ist Disney Dreamlight Valley. Und ja, Frelden kommt ja nachher. Ja, so um 20 Uhr müsst ihr zu Hause sein. Dann ist er wieder da. Immer noch keine Fenster. Doch, eines ist jetzt mittlerweile. Aber von außen weiß ich nicht. Von außen kann ich da leider nichts machen. Nur von innen. Von innen habe ich ein Fenster weggekriegt. Gegen sowas hier. Vier Fenster haben wir noch. Mir geht's soweit gut, Masuna. Und dir? Wie war's denn gestern? Oh, gestern, ne? Ja. Wie war es denn gestern bei dir noch? No, ist der nicht süß, der kleine Kroko da? No, so süß. Seine, der muss seine rein. Ich glaube, das ist nicht möglich. Also, ich wollte aber einmal ins Lager gucken, was ich da noch drin habe. Oh Gott, das ist die Kammer des Schreckens. Also wirklich. Kammer des Schreckens. Das kann ich verkaufen, wobei. Ich nehme lieber die 50er, die kann ich eher verkaufen. Das kann ich verkaufen. Aufteilen. Ich glaube, die Spa Steine bringen nicht viel. Egal. Geht ums Prinzip. Brauchen Geld. Das kann ich verkaufen. Okay, den Rest müssen wir sammeln. Ab auf Barbies kleiner Zeit. Ey, das Spiel ist toll. Aber warum kommen denn hier diese ekelhaften Dinger wieder? Gefällt mir aber gar nicht. Das muss alles weg hier. Klappt. Jetzt darf man wieder alles sammeln, was geht. Oh, verfolgt er mich? Da gibt es Traumkleider zum Sonderpreis, ja. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ist ja jetzt ein Tag eigentlich vergangen? Ob Dagobert jetzt andere Sachen da zur Verfügung hat? 299, geil. 2000 brauchen wir, glaube ich. Gibt es dafür nicht Gärtner? Wir sind der Gärtner. Quasi. Wir sorgen dafür, dass hier alles sauber ist. Also, man kann es ungefähr mit Animal Crossing, Stardew Valley im Disney-Universum vergleichen. Steinchen. Ich sehe, was ich umkehrt. Doch durch die Tore der Höhle haben sich geöffnet. Schon verstanden. Oh, Quatsch. Quatsch. Das ist voll toll. Mein Inventar ist voll. Ich muss was verkaufen. Aber vorher gucken, was Dagobert dort drin alles anzubieten hat.
Das Spiel kam übrigens gestern raus, Vasuna. Aber was soll das sein? Irgendeine Leggings, glaube ich. Okay, das sieht toll aus. Ich kann es mir nur alles nicht leisten. Alter, 4000 dafür! Okay, warte. Ich muss einmal kurz raustappen dafür. Wo habe ich's? Wo habe ich meine Haustierchen? Da. Luca, Hallöchen! Wow, die neue Insel sieht plötzlich so anders aus, ja, ne? Die Insel hat sich dezent verändert. Babyfoto vom Wauzi. So. Jetzt muss ich einmal kurz. Tada! Babyfoto vom Wauzi, wow. Es ist 1,5 Jahre her, das Foto. Unglaublich. Wieder ein Spiel, was ich nicht holen würde. Ab genug zugeschlagen, die Tage. Also, irgendwann nächstes Jahr ist das Ding auch kostenlos. Oder wenn man den Xbox Game Pass hat. Da ist es dann auch mit drin. Wie die Zeit vergeht, ja wirklich. Ich muss unbedingt aktuelle Fotos von unserem Hund mal raufpacken. Unbedingt. Das ist kein Vergleich. Vor allem dieser süße kleine Pinsel da hinten dran. Der ist ja so puschig. Sieht aus wie Dagobert. Wie kommt man das auch mit dem Seil? No. Nee, tut man nicht. Jetzt muss mir einer noch was drauf zahlen, dass ich das spiele. Ich würde ja sagen, ich mache das mal so, aber ich habe kein Geld. Ich kann dafür nichts drauflegen. Aber das Spiel ist toll. Aber ist ja auch geschmackvoll. Ne? Oh mein Gott! Das brauche ich! Das ist voll cool. Okay, dafür so viel Geld. Trinken auch. Trinkchen. Ja. Aber nach oben dürfen wir leider immer noch nicht. Ihr meint's heute aber. Oh, der Rucksack! Ein Schluck geht noch. Wenn ich wegen euch aufs Klo muss, ne? War klar, Madonna. Ich habe drauf gewartet. Ich habe drauf gewartet. Aber dafür öffne ich mein Energy. Sonst ist mein Wasser gleich leer. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Ja, genau. So. Ich probiere jetzt übrigens mal wieder einen neuen Energy. Alien Invasion. Ah ja. Weltmeister und was ist Jutsu? Weiß einer, was Jutsu ist? Ist das irgendwas Japanisches? Ich hab tatsächlich keine Ahnung. Egal. Ja klar, Masuna! Hau raus! Schmeckt wie Wassereis. Ohne Witz, das schmeckt wie Wassereis. Ich frag mich bei dem Ding, ob ich überhaupt was trinke. Aber Waldmeister ist lecker. Da würde man Japanisch mal zuhören schon. Alter, was du, ne? Ich sag, wenn ich wegen dir aufs Klo muss. Aber das ist heftig viel Kohlensäure drin. Heidewitzka. Boah. Schluck. Das ist in Ordnung bei dir. Habe wenig zu tun, aber wollte trotzdem mal grüßen. Ja, das ist lieb von dir. Ja, sonst ist alles in Ordnung. Sonst ist alles in bester Ordnung. Ich muss halt mal raus. Ich hoffe bei dir auch. Da ist auch noch was. Masuna?
Ich habe keinen Inventarplatz mehr. Aber du hast 210 Punkte. Ist doch besser so. Können wir machen, Masuna. Können wir machen. Der hat Dich nicht viel zu im Angebot. sehen. Ja, hallo, Goofy. 250. Masuna? Aus. Einfach nur aus. Ich trinke gleich. Reicht das nicht, dass du das bei Chrissy gemacht hast? War doch bei Chrissy, oder? Oder ist da noch was? Oh, es regnet sogar. Komm nur da, wenn es doch hier geht. Ist Sei gemein. geduldig, Nachbar. Ja, aber weg ist ja. Okay, dann habe ich es ja noch richtig in Erinnerung. So, das hatten wir ja gestern schon. Hier. Perfekt, jetzt ist alles bereit für unser kleinen Roboterfreund. Durch das Fachwissen von Wally auf dem Gebiet der Gartenarbeit wird die Wirtschaft des Tals sicher aufblühen. Ich trinke mal mit. Ja, ist auch besser so. Ich muss aber erstmal was Neues eingießen. Heiße Wally, willkommen. Willkommen, würde ich das sagen. Ich bin im Glück. Ah, das ist Clarider. Das ist voll cool. Was mache ich damit? Will speichern. Ja. Will ich. Voll cool. Oh ja, hier haben wir noch die Charaktere. Alter, wie viel Schlafzimmerblick wollen Sie? Ja, natürlich. Mache Bilder, schließe 5 Freundschaften. Ja, okay. Alter, gibt ja noch so viel zu tun. Wo ist Wally hin? Wally? Ich weiß nicht, wo Wally hin ist. Er drückt die Blase schön. Er muss mal nachlegen. Noch geht's. Da ist Wally. Oh. Ja gut, dann klauen wir jetzt bei Wally. Nachlegen. Mach ich sofort. Der ist richtig gemütlich hier. Hallo? Kiste? Kiste will nicht. Jetzt. So, was ist drin? Benutzen. Gegen Punkte irgendwie Gymnastik für die Förderung des Blasendrucks einlösen. Konnte man mal, ja. Vor einiger Zeit ging das noch. Ah. Braune Sicherheitshandschuhe. Nice. Okay, und mehr gibt's hier. Ah, doch, da. Ich wollte gerade sagen, mehr gibt's hier nicht. Hätte mich aber auch stark gewundert. Und wieder eine Erinnerung. Was meinen die DVD-Vorbereitung? Die DVD-Vorbereitung gehen voran. Es wurde zumindest geupdatet. Geplant ist es tatsächlich am Sonntag. Da kommt ja mein Kumpelchen wieder. Er war ja jetzt ein halbes Jahr in Schweden. Und am Sonntag, ich weiß nur noch nicht, welche Uhrzeit.
wird an DBD gespielt. Wird toll. Freue mich auf jeden Fall an. Hab Zeit. Und stream dann. Ja, on stream. Das wird dann wieder on stream gespielt. Dann gibt's wieder öfters together. Gleich Multistream. Wenn du magst. Wenn du magst. Wally ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber die Mühe lohnt sich. Dieser kleine Roboter hat ein großes Herz. Es gibt viele Zwischentöne in seinem O's und A's. Deswegen ja, deswegen sage ich ja. Wenn du magst, kannst du es gerne machen. Kannst du gerne tun. No. Ich glaube, ich will mal diese Öhrchen aufsetzen. Habe ich die Öhrchen denn schon? Kann ich das schon machen? Doch, müsste ich eine schon haben. Haha! Mein Sohn sagt eher Ghost of Tsushima, war nämlich am Überlegen, was. Ah, okay. Ah, Ghost of Tsushima habe ich auch noch hier rumliegen. Das müsste ich eigentlich auch mal spielen. Glaube ich sogar noch auf der Konsole installiert bei mir. Ich habe es aber bisher nur einmal angetestet und das war's. Wie sieht eigentlich das hier aus? Oh mein Gott, das sieht auch voll süß aus. Das, dann müsste ich aber den Rucksack einmal weg. Und ständige Schuhe habe ich nicht dafür. Also müssen die herhalten. Ich habe gestern reingeschaut. Es ist so traumhaft auf der PS5. Schon allein grafisch bin ich da gestern dahin geschwitzt. Das glaube ich gern. Das glaube ich gern. Ich würde es halt auch gern spielen, aber am liebsten halt im Stream. Deswegen hatte ich ganz schnell wieder ausgemacht. Hallo, Wally. Ja, ich will mit dir reden. Ah. Willkommen im Dreamlight Valley, Wally. Ich hoffe, es wird dir hier gefallen. Hui! Wow! Komm mir ein bisschen vor. Willkommen in Dreamlight Valley. Es gibt so viel zu entdecken. Wally! Wally ist neugierig, aber immer noch schüchtern. Ich muss vorsichtig an die Sache herangehen, indem ich ihm zeige, dass er nichts zu befürchten hat. Wie so ein Endlosspiel. Statt gestern nur 5 Minuten an einer Stelle wegen der Grafik. Ja, das wird mir wahrscheinlich auch so gehen. Hatte ich halt bei Valhalla, glaube ich, was. Wenn ich das auf dem PC dann gespielt hätte und auch nur dachte so, oh geil. Ich weiß, dass es anders ist, als du es gewohnt bist, aber es besteht keine Gefahr. Ich kann dich mit deinen Nachbarn bekannt machen. Hä? Das ist zuletzt bei Odyssey. Gut, das hatte ich tatsächlich nur auf der PS4. Und ich glaube, da habe ich tatsächlich gar nicht so drauf geachtet. Ernten. So, was haben wir denn an Aufgaben? Dafür hatte ich bei Origins dann wieder drauf geachtet. Weil das war wieder so ägyptisch angehaucht. Aber wie lange habe ich das gespielt? Das ist 15 Stunden gewesen sein. Vielleicht ein bisschen mehr. Ich glaube, die schönsten Ausblicke hat die noch gar nicht. Bin ich direkt auf 200. Ja. Donnerwetter. So, Aufgaben. Stelle Wally einem freundlichen Nachbarn vor, indem du mit Goofy sprichst. Fischbrötchen, Rohkost. Das könnte ich einmal machen. Aber wir machen das für Goofy. Hallöchen. Hallo Aidaria, wer ist der Kleine? Sein Name ist Wally und er ist sehr schüchtern. Oh. Es ist nicht schlimm, schüchtern zu sein. Der Neue zu sein ist ein bisschen beängstigend. Mach dir keine Sorgen. Ich werde ihn wirklich herzlich willkommen heißen. Ich kann es kaum erwarten, mit dem kleinen Kerl zu reden. Meinetwegen. Ja. Auf der Vierer.
Die 5 habe ich leider noch nicht. Ich habe sie jetzt das erste Mal gesehen, dass man sie kaufen konnte. Ohne dass sie direkt weg war, die 5. Aber Problem ist, Money. Kein Geld für. Obwohl ich hätte die 5 gerne. Aber... ja gut. Muss ich noch ein paar Jahre warten. Weil wenn sie jetzt ja teurer wird, ist es für mich erstmal unmöglich. Da gibt es auch einen Online-Modus. Keine Ahnung, was es ist. Wäre auf jeden Fall wert, das mal auszuprobieren. Für Barbies Traumhaus ausgeben, mehr für die 5er. Ja gut, ich weiß gar nicht, wie teuer soll sie jetzt werden? 700? Das ist ein Preis, den kann ich nicht aufbringen. Da spare ich 3-4 Jahre dran. Also, das ist ein Preis, den kriege ich nicht so schnell zusammen. So viel bringen die Streams nichts. So viel bringen die Streams leider nicht. Ja gut, jetzt kostet sie ja noch so viel. Ich glaube, die soll aber ganz gewaltig im Preis steigen. Ganz gewaltig. Zumindest das Letzte, was ich gehört hatte. Ob es dann so ist, weiß ich nicht, aber... ne? Es soll teurer werden. Weil... wegen Krise und so. Weil die Güter, die man dafür braucht, wohl im Preis steigen und... also soll die Konsole auch teurer werden, bis zu 700 Euro. Also... ist für mich leider nicht drin! WB Rider! Hätte ich jetzt investieren. Um jetzt 500 zusammenzukriegen... sag mal, wenn es gut laufen würde, alles. Also insgesamt. Shop wie Stream. 1,5 Jahre. Weil es sind ja auch noch Rechnungen zu zahlen und alles. Also, es ist schon schwierig. Zeiten sind vorbei, dass man. Oder dass ich mir einfach eine Konsole kaufen konnte. Schön wäre es. Ich muss warten. Dann hast du den Löcker in der Woche. Oh, armes Reden. Nee. Rohkost. Ich habe aber keinen. Ich muss... warte. Lager öffnen. Ich muss was pflanzen. Deswegen verdient man nicht wirklich Geld, wenn man munter ist. Es geht. Also man kann Geld verdienen. Ich hatte auch schon wirklich gute Monate. Aber es ist halt nicht immer so, ne? Es ist halt nicht immer so. Denn der Spiel kommt auch gut über die Runden. Wo mache ich meinen Garten hin? Achso. Ich habe keinen Platz. So. Gartenarbeit im Regen. Same Pflanzen. Was denn? Macht ihr keine Arbeit im Gartenarbeit im Kleid? Okay, ja gut. Steh ich gar nicht. Ich bin mal, halb Block. Ich will noch Kleinigkeiten einrichten.
Ja, weil wir heute einen Greenscreen gut. Sehr geil. Steht auch noch auf der Agenda. Der Dinge, die ich mir irgendwo mal besorgen will. Ich war schon am Überlegen, einfach eine Wand grün zu färben. Also grün zu machen. Aber nein. Jetzt sind wir bei. Okay. Das ist aber günstig. Das ist aber sehr günstig. Ein Kleid trage ich auch nicht. Weiß man nicht! Also vor einigen Jahren hat Frutus meinen Rock von mir angezogen. Also. Also, ne? Der Hintergrund ist doch gut, ja. Wobei der Hintergrund ändert sich ja bald. Also, nicht. Ne? Also. Bald streame ich woanders. In einem halben Jahr wahrscheinlich. Wenn das gut läuft. Habe auch einen Rock für eine DVD-Stream-Verkleidung. Ja, warum auch nicht? Also gerade zum Cosplayen ist das halt. Das können auch Männer tragen. Und außerdem gibt es ja auch Schottenröcke. Gut, jetzt ist die Frage, wer von uns würde jetzt spontan einen Schottenrock tragen? Aber... Ach, ich wollte ja kochen. Ah nee, geht ja noch gar nicht. Ich muss ja warten, bis da was dran ist. Ja, nee, ist klar. Gerade geregnet und jetzt ist es schon wieder am Vertrocknen, oder was? Ihr wollt mir doch. In Kürze, Sherry eben. Ja, gut, ja. Bei ihr ist das relativ kurz. Warum ist das alles schon wieder trocken? So. Okay, was für Missionen können wir denn sonst so machen? Kaufe Edelsteine in Goofys Verkaufsstand. Edelsteine. Soll ich verkaufen? Traumscherben, Merlin, hier. Das können wir doch machen. Die Frage ist jetzt, wo ist Merlin? Da. Das ist dein Traum, weißt du? Wo ist Merlin? Ja, da ist er. Bravo, du hast Traumscherben gesammelt. Das Rohmaterial der Magie. Jetzt musst du sie kombinieren, um ihre Kraft freizusetzen. Tu dies in deiner Werkbank. Toll, Magie herstellen. Hat er gesagt, weil du ein weißes Kleid anhast. Also, hat dich gebraucht. Warum hat es aufgehört? Na. No. In der Tat, etwas Neues zu schaffen, ist eine der grundlegenden Formen der Magie. Außerdem eine, für die du eindeutig eine Begabung hast. Melde dich bei mir mit den Ergebnissen. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Hinfort, hinfort. Okay. Ah, da ist eine Werkbank. So, was soll ich herstellen? Das hier. Ach, damit stelle ich dann auch das. Okay. Okay. Und es wird schon wieder langsam dunkel, oder? Nee, es sah da unten nur so aus. Okay. Und wieder zurück. Da bist du ja! Wie schön, dich zu sehen. Nun sag mir, was hast du aus den Traumscherben gemacht? Ich habe sie kombiniert und Dreamlight bekommen. Reines Dreamlight? Faszinierend und etwas unheilvoll. Du hast die Traumscherben in den Nachtdornen gefunden. Das bedeutet, nun, kannst du erkennen, was das bedeutet? Das bedeutet, dass die Dornen aus Dreamlight gemacht sind. Das Dreamlight muss irgendwie so umbenennen sollten. Das bedeutet, dass die Dornen aus Dreamlight gemacht sind. In der Tat. Wie alles im Tal, aber die Nachtdornen sind wie Unkraut, das sich von zerbrochenen Traumscherben ernährt und unser Zuhause verschlingt. Die Nachtdornen sind viel unheimlicher, als ich gedacht hatte. Wir müssen mehr erfahren. Vielleicht kann das Studium anderer Pflanzen im Tal einige Erkenntnisse bringen. Es wird dir beim Sammeln von Früchten und Kräutern auf dem Hauptplatz sowie auf den Wiesen helfen. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Ja, ne? Ach, du grüne Neune, ja, hier ist doch wieder sammeln gehen. Oh, und da ist meine Ernte. Ich glaube, für komplett alles Rohkost reicht es noch nicht. Mal gucken.
Bin mir noch nicht sicher, wie wir Rohkost herbekommen. Also, oh Gott, nein, das war eigentlich nicht mein Plan. Dann schauen wir mal. Kommen wir mal gut Rohkost. Rohkost. Rezept habe ich dafür wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Obstsalat. Dann Salat. Karotte. Achso. Ah, weil ich keinen Inventarplatz habe. Ah. Gott sei Dank, ich habe Hunger. Kann ich auch. Ich weiß so nicht, ob es was bringt, wenn. Ne? Ob das Spielkram dich wirklich sättigt. Das weiß ich leider nicht. Das brauche ich noch. Ich kann die Kekse erstmal rauspacken. Inwie bitte. Es kann etwas schwierig werden. Je nachdem, wo du wohnst. Nee, das ist ein guter Salat. Das ist. Oder zählt das als Rohkost jetzt? Nee. Wie kriege ich Rohkost? Wie mache ich denn Rohkost? Das ist ja schon, glaube ich. Ja gut, dann könnte das etwas schwierig werden. Ich besitze leider kein Auto. Beim Hasenklo. Oh. Dann warte ich damit noch. Wo ich jetzt mein ganzes Gemüse dafür verplemper. Dann gehe ich erstmal Blümchen pflücken. Blümchen, Blümchen, Blümchen. Und ich glaube, ich sollte ja Steine verkaufen, ne? Banane, wo kriege ich denn Banane her? Ich habe jetzt hier noch keinen Ort gesehen, wo ich Bananen erkennen würde. Hallo, Kumpel. Hi. Du kannst jederzeit wiederkommen, wenn du was brauchst, ja. Meinetwegen. Ein von sieben. Alles muss man selber machen. Ja, ich ja leider auch. Ich muss ja auch alles selbst machen. Ich habe auch gerade keinen, der für mich kocht. Da. Da kriegt man Bananen her. Ganze drei Stück. Könnte das ein Rezept sein? Nein! Steckt eine Banane in der Nuss. Warum? Achso, das kann ich aufheben. Bräuchte noch eine Bananenstaude? Irgendwo? No. Ich muss dringend Geld sparen, damit ich mein Inventar erweitern kann. Ist ja furchtbar. Ich kann kochen. Ich kann auch kochen. Aber. Okay, nee, das ist eine Dingensuppe. Wo ist denn. Gibt es da überhaupt ein Rezept für? Gucke ich jetzt einfach mal. Pommes. Salat, Rohkost. Okay, gibt es auf jeden Fall ein Rezept für, muss ich aber erstmal zusehen. Denk mal wahrscheinlich dann durch Gurke und Karotte. Könnte ich mir vorstellen. Backen kann ich tatsächlich gar nicht. Aber backen ist auch nicht so meins.
Da koche ich lieber. So. Weil Backen macht mir doch überhaupt keinen Spaß. Hallo, Kumpel. Wie gesagt. Der ist mir das andere lieber. Okay. Das kann ich auch einmal verkaufen. Und Stein kann ich auch immer noch verkaufen. Ne, die Möhre sollte ich vielleicht nicht verkaufen. Oh, ich liebe schöne sonnige Tage. So, ich brauche immer noch Banane. Da sind noch Bananen. Löwenzahn und weiße Gänseblümchen.